Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und unser Thema heißt Demütigungen. Ich möchte gerne mit euch über schlimme Demütigungen sprechen, die ihr schon habt einstecken müssen, die man euch angetan hat. Vielleicht in der Kindheit, vielleicht in der Partnerschaft, vielleicht auf der Arbeit oder in der Schule, vielleicht aber auch im sexuellen Sinne Demütigungen freiwillig oder unfreiwillig. Also das Thema Demütigungen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Angelika. Angelika ist 46 Jahre alt. Hallo Angelika. Ja, hallo. Zum Thema Demütigungen. Ja, bei mir war es eine Demütigung in Richtung sexueller Geschichte. Und zwar habe ich übers Internet einen Mann kennengelernt, der sich als Stalker entpuppte und mich was? Im Prinzip als Stalker. Also als Belästiger. Genau. Und zwar war ich circa ein halbes Jahr mit ihm zusammen. Ja. Und er hat mich im Prinzip von Anfang an belogen, zu allem, was seine Person anging. Ja, aber du sagtest gerade, im sexuellen Sinne war das demütigend. Was war da demütigend im sexuellen Sinne? Ich habe mich nach einem halben Jahr dann von ihm versucht zu trennen und er hat mich dann erpresst mit Bildern, die er von mir hatte. Ach so. Das heißt, er hat dich nackig fotografiert? Ich habe es selber gemacht für ihn. Die Bilder hat er sich erbeten, weil er 700 Kilometer weggewohnt hat von mir. Also du hast dich selbst fotografiert, in entsprechenden Posen? Genau. Nur Nacktbilder oder auch eher pornografische Bilder? Nee, eher pornografisch, also richtig mit Unterbodenansicht, sage ich. Ach so. Ja, naja, auf jeden Fall hat er... Lass mich fragen, und die hat er erbeten, ja, weil er weiter weg wohnte und die hast du ihm geschickt? Genau, weil er so weit weg wohnte und er wollte mich halt bei sich haben. Und auf diesen Fotos konnte man auch dein Gesicht sehen, erkennen? Ja, natürlich. Natürlich. Gut, ja. Das war natürlich ein Fehler. Ja. Ne? Wenn, dann höchstens bis hierhin, bis zum Hals, ne? Ja, naja, ich meine, wer rechnet mit sowas? Natürlich. Ne? So, was hat er dann gemacht? Ja, naja, als erstes hat er die Bilder ins Internet gestellt, naheliegend, ne, ein öffentliches Fotoalbum hat er angelegt, mit entsprechenden Titel, ne, Schlampe sowieso, dass also Leute, die mich kennen unter meinem realistischen oder unter meinem Nicknamen im Internet, die wussten dann, wer es ist, ne. Also deinen wirklichen Namen hat er nicht dabei geschrieben, das darf man glaube ich auch nicht, ne, da kann man... Na doch, die Seite war mit meinem richtigen Namen, Vor- und Zunahme und dann noch dazu geschrieben, mein Nickname plus Schlampe anjagen. Kann man da juristisch vorgehen eigentlich? Ja, das habe ich gemacht. Also er ist auch verklagt worden und musste 2000 Euro an der Strafe zahlen. Ach so. Aber wie lange standen dann diese despektierlichen Fotos im Netz? Circa ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr, ja gut, ja, dann weil, schon alles. Du selber als Betroffener, obwohl er die Seite unter meinen eigenen Namen und meiner Adresse und meiner Kontonummer eingerichtet hat, kannst das nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Ja, weil ich hatte das Passwort nicht dazu, ne? Wie, unter deiner Kontonummer? Das heißt, ja, er hatte mir mal Geld überwiesen, was er sich geborgt hatte von mir und dadurch hatte er meine Kontonummer. Das heißt, du hast auch noch einen finanziellen Schaden dadurch erlitten? Ja, na sicher, und der ist mir bis heute erhalten geblieben. Wie hoch? Naja, es sind so bei 300 Euro. Ja. Ich habe insgesamt 7.500 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz zugesprochen gekriegt vom Gericht, aber die werde ich wohl nie sehen. Ach so, weil der pleite ist ganz einfach. Ja, ja. Aber dann hast du einmal diese Demütigung hinnehmen müssen, dass man dich in solchen Posen im Netz gesehen hat. Ja. Dann noch die ganze Nerverei mit Gerichtsverfahren und Rechtsanwälten und weiß ich was alles. Genau. Und die Scham und die Blamage ist ja nicht rückgängig zu machen. Na, vor allen Dingen ist es ja so, dass er ja noch einen Zahn schärfer oder weitergegangen ist. Er hat die Bilder an meine Kinder geschickt per E-Mail. Wie alt sind die Kinder? Die waren damals 20 und 24. Und woher hatte er die E-Mail-Adresse von deinen Kindern? Naja, er hat sehr doll Kontakt gepflegt, auch zu meinen Kindern und hat sich dort also auch richtig eingegraben in unser ganzes Familienleben. Ne? Wie haben deine Kinder darauf reagiert, die Mutter in pornografischer Position quasi zu sehen? Ja, genau das. Ja. Also sie waren beide schockiert, wer sieht seine Mutter gerne so, aber haben eigentlich cool reagiert und haben mir gesagt, zeig den an. War das für dich die schlimmste Scham, dass deine Kinder dich so gesehen haben? Ja. Schlimmer noch, als wenn dich Fremde so sehen. Ja, ne? Na klar. Ein halbes Jahr warst du mit dem mehr oder weniger so zusammen oder hast du mit dem machst du dir heute Vorwürfe, dass du keinen scharfen Blick auf den geworfen hast? Ja, hundertprozentig. Also es ist zum Teil so, dass ich heute völlig überreagiere, ja, und total
Argwohn gegen jedermann hin. Ja. Ne? Also wann kippte es denn? Wann hast du gemerkt, hier stimmt was nicht? In dem Moment, wo ich mitbekommen habe, dass er mich angelogen hat. Was war die erste Lüge, die aufgeflogen war? Dass er als Logistikmanager bei einer großen Autofirma tätig ist und arbeitslos war. Das war Lug und Trug. Ja. Ja, man kann natürlich aus so einem Vorfall lernen, dass man jetzt gegen alle Menschen oberskeptisch ist. Ist vielleicht auch nicht richtig. Man sollte einfach nur vorsichtig sein. Ja. Und solche Sachen mit den Fotos, das war natürlich auch ein bisschen dumm, muss ich sagen. Ne? Dass du das habe ich mir auch gedacht. Mann. Du hast den Kerl noch gar nicht lange gekannt und schickst ihm schon solche Fotos. Ja, sicher. Ich meine, ich hatte ihm angeboten, so ein bisschen erotische Fotos mit Parteien von Beate Use, so ein bisschen sexy. Und da meinte er, denn du liebst mich nicht genug, wenn du mir nicht vertraust. Ach, auf so einer fiesen Erpresserebene kam das auch noch. Ja. Und du bist blind vor Liebe reingefallen. Genau. Quasi. Ja. Du hast gerade gesagt, das war so richtig schon pornografische Darstellungen, auch mit irgendwelchen Gegenständen noch? Nee, das nicht. Also so die. Mit den Händen und so. Ne? Ja. Oh, das ist aber eine heftige Sache. Das heißt, ich glaube, Angelika geht so schnell nicht mehr ins Netz und sucht nach Männern. Nee, nicht wirklich. Nee. Ja, wie machst du es, wenn du jetzt wieder irgendwann ein bisschen entspannter bist? Wie lange liegt die ganze Geschichte jetzt zurück? Na, ist jetzt gut anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Ja. Könntest du dir vorstellen, eventuell dich wieder auf eine Beziehung einzulassen? Ich habe wieder eine Beziehung. Du hast wieder eine? Ja, und auch wieder übers Internet kennengelernt, aber auf einer anderen Basis, ne, im so Sportverein. Ne? Ach so. Also, dass wir zum Bowling uns getroffen haben. Und das ist solide im Moment. Und das ist solide, ja, aber ich habe natürlich große Probleme gehabt. Der Mann ist wirklich wohl situiert und als er mich das erste Mal eingeladen hat in sein Restaurant, was er da hat und sein Hotel, bin ich hingefahren und habe meiner Mutter gesagt, mal gucken, ob es wirklich der Inhaber ist und nicht der Hausmeister. Ja, ist aber auch klar, dass man so denkt, ne, wenn man sowas erlebt hat. Aber er ist wirklich der Inhaber. Ja, er ist der Inhaber. Ist er denn ein netter Kerl? Ja, er verwöhnt mich von Hacke bis Hacke und hat so jetzt das Verständnis. Also hat das Schicksal es doch gut gemeint mit dir, dass nach dem Reinfall dann doch ein Glücksmoment kam. Ja, absolut. Angelika, danke für den Anruf und wirklich alles Gute weiterhin und dass dir sowas nie wieder passiert. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem heutigen Thema Demütigung. Wir alle, ich glaube alle Leute haben schon in ihrem Leben mehr oder weniger schlimme Demütigungen hinnehmen müssen. In der Kindheit, auf der Arbeit, in der Schule, in der Partnerschaft, in der Freundschaft vielleicht. Oder auch im sexuellen Sinne. Und da muss man aber nochmal unterscheiden. Die Demütigungen, die wirklich wehtun. Und Demütigungen, die wehtun, aber die man gerne haben will, wo man Spaß dran hat. Also darüber können wir auch sprechen, wenn ihr das gerne wollt. Meldet euch ganz einfach, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Ich muss es immer wieder sagen, plus eure Telefonnummer reinschreiben, damit wir euch auch dann zurückrufen können. Hier ist Nicole und Nicole ist 21 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo. Hallo Nicole. Ja, was ist denn bei dir passiert, dass du sagst, das ist eine schlimme Demütigung? Also bei mir ist das so, ich hatte 4 Jahre eine Beziehung. Mhm. Du hattest 4 Jahre lang eine Beziehung? Ja, genau. Also wir haben ein Kind zusammen, die ist jetzt knapp 2, die wird jetzt im Juni 2 Jahre alt. Mhm. Das erste Jahr war eigentlich ganz in Ordnung, die anderen 3 Jahre waren schlimm für mich. Mhm. Seitdem ich schwanger geworden bin, also wurde er richtig aggressiv, handgreiflich, der hat mich geschlagen in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft schon? Ja, in der Schwangerschaft hat er mich geschlagen. Mhm. Ja, dann war das Kind auf der Welt, dann sind wir zusammengezogen in eine eigene Wohnung. Mhm. Und ab da fing es eigentlich erstmal richtig an. Also, wir haben uns nicht mal respektiert, der hat mich nur geschlagen, jeden Tag. Der hat den Arm gebrochen, der hat dir einen Arm gebrochen? Ja. Wie hat er das Kind behandelt? Das Kind hat er eigentlich ganz gut behandelt, er hat sich nicht wirklich drum gekümmert, deswegen vermisst sie ihn auch gar nicht. Also von Anfang an war das so, dass ich mich alleine um das Kind gekümmert habe. Mhm. Und er hat sich eigentlich immer zurückgehalten. Er war feiern und er war eigentlich nie zu Hause. Er ist jetzt aber weg. Ja, jetzt ist er weg seit 2 Monaten. Ich habe mich von ihm getrennt. Du hast es geschafft. Ja. Das heißt, bei dir geht es nicht nur um eine Demütigung, sondern um jahrelange Demütigung. Ja. Von Seiten eines Mannes, der dich geschlagen hat. Ja, zum Sex gezwungen hat. Zum Sex gezwungen hat? Ja. Du würdest so weit gehen, dass du sagst, er hat dich vergewaltigt? Ja. Hat dir den Arm gebrochen? Ja. Was hat ein Messer bedroht, er hat die Wohnung kaputt geschlagen.
Was hat er dir körperlich zusätzlich noch angetan, neben dem Armbruch, was vielleicht sogar in einem Krankenhaus behandelt werden musste? Im Krankenhaus nicht wirklich. Also der hat mich gewürgt, bis ich keine Luft gekriegt habe. Der hat mich mit der Faust gehauen. Und der hat mich also jeden Tag richtig geschlagen. Das war nicht nur eine Ohrfeige, das war richtig, also richtig schlimm. Ist der in deinem Alter? Ich bin 21, er ist 17. Er ist 17? Ja. Du bist 21, der 17. Und dann seid ihr zusammengekommen, dann war der 14? Ja. Ach. Und wie alt war er? Jetzt muss ich mal schnell rechnen. Wie alt war er, als das Kind geboren wurde? 16? Ja. Ja, 16 geboren. 15? Das ist ja unfassbar. Ja. Warum hast du... Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen kennengelernt habe, der ist sehr viel jünger war als ich. Du hast gesagt, ihr wart 4 Jahre zusammen. Ja. War der schon 14 oder war er erst noch 13? Der ist 14 geworden. War der denn sehr viel weiterentwickelt als du? Ja, ja. Weil diese Konstellation ist ja eher ungewöhnlich. Also was heißt weiter als ich? Also ich meine, er war reifer als andere in seinem Alter. So meinte ich, ja, entschuldige, so meinte ich es, ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Weil normalerweise hört man vielleicht die andere Variante, dass das jüngere Mädels haben, ja. aber nicht so wie bei dir. Warum, Nicole, hast du das so lange ausgehalten? Ich weiß es nicht. Ich war verliebt und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das nur so eine Phase, vielleicht wird das besser. Und ich habe das immer wieder versucht, aber ich habe bei ihm schon wirklich gemerkt, es hat keinen Sinn mehr. Und ich habe heute noch richtig Angst vor ihm. Und das aber war wirklich. Bei dir ist dann irgendwann auch der Schalter umgekippt. Ja. Da war das Maß irgendwann voll. Ja, da bin ich zur Polizei gegangen auch. Ach, da bist du zur Polizei gegangen. Hat er da noch wieder was besonders Schlimmes gemacht, oder? Also ich bin erst zum Anwalt gegangen, habe mit ihm wieder darüber gesprochen, was ich machen kann. Dann hat er mir geraten, ich soll zur Polizei gehen, weil da so viel passiert in den Jahren, das konnte ich auch nicht mehr für mich behalten. Das musste einfach mal raus. Ja. Und ich habe dann mit jemandem darüber gesprochen und dann bin ich zur Polizei gegangen, habe die ganze Geschichte erzählt. Also der hat dann natürlich jetzt eine Anzeige gekriegt auch und das läuft auch jetzt noch weiter, das läuft auch vor Gericht noch. Ja. Und also bis dahin hatte ich erstmal Ruhe. Ich bin jetzt 2 Monate von ihm getrennt, er lebt jetzt bei seinem Vater. Als du das gemacht hast mit der Polizei, ja. Wie hat er denn dann reagiert darauf? Also erstmal wusste er das ja gar nicht, aber ich wusste, wenn er Post kriegt von der Polizei, dass er Theater macht. Und da habt ihr noch zusammen gewohnt? Nein, da haben wir nicht mehr zusammen gewohnt. Da habt ihr nicht mehr zusammen gewohnt? Nein, wo ich zur Polizei gegangen bin, hat er schon mal seinem Vater gewohnt. Achso, warum hast du denn gesagt, zieh bitte aus? Ja, ich habe gesagt, ich möchte mit dir keine Beziehung mehr, das klappt nicht mehr, ich habe Angst vor dir. Ja, hat er das denn dann gleich hingenommen oder hat er dann... Nein, gar nicht. Der ist ausgerastet, hat Theater gemacht, hat mich bedroht, hat mich wieder geschlagen. Und letztendlich ist er dann gegangen, weil es blieb ihm nichts mehr anderes übrig. Ne? So, und dann kam irgendwann Post von der Polizei. Ja, dann hat er dann Post gekriegt von der Polizei, dann hat mich morgens einen Anruf gekriegt, da war er am Telefon. Und er hat mich dann bedroht und hat gesagt, Hugo, ich bring dich um und mir ist alles egal. Und die Polizei wusste aber schon Bescheid, weil ich habe gesagt, er wird sich auf jeden Fall bei mir melden, wenn er Post kriegt von der Polizei. Ja. Und dann habe ich sofort die Polizei angerufen, die sind dann auch gekommen, weil die schon Bescheid wussten. Ja. Die haben mich dann mitgenommen zur Wache, dass mir erstmal nichts passiert. Und ihn haben dann gesucht, die haben ihn auch dann gefunden, meinen Vater. Ja. Und haben dann erstmal mitgenommen und eingesperrt. Pfiffig wäre ja nur auch gewesen, wenn die an dem Tag oder an den Tagen dein Telefon abgehört hätten. Ja. Dann hätten die das gehört, was er zu dir gesagt hat. So, ja, klar. So weiß es wieder. So musste ich denen das schildern. Das haben die dann auch alles aufgenommen. Und dann hat er nochmal Anzeige gekriegt wegen Bedrohung. Also er hat insgesamt 2 Anzeigen. Erstmal wegen Körperverletzung, wegen dieser Vergewaltigung. Und einmal jetzt wegen dieser Bedrohung. Ja, dann haben die den am selben Tag wieder gehen lassen und haben gesagt, dass er sich nicht mehr melden soll. Er hat keine Rechte mehr. Ich habe ein anderes Schloss in der Tür. Der ist auch bei mir nicht mehr gemeldet. Und sollte er sich nicht daran halten, also dann ist er sofort wieder weg. Und er hält sich seitdem, hält er sich dran? Im Moment, ja. Im Moment. Aber das heißt, du traust dem Frieden noch nicht? Nein, gar nicht. Ich habe Angst vor ihm. Außerdem kommt er ja noch eine ganze Menge auf dich zu, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Natürlich. Aber dann fällt das wahrscheinlich unter Jugendstrafrecht. Mhm. Ne, er war ja noch sehr jung, als das passiert ist. Ja. Mensch, Mädchen, da hast du aber wirklich schon heftig was hinter dir. Ja, das war ja noch nicht alles. Also das war so viel, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich war zum zweiten Mal dann schwanger von ihm. Hatte auch nur Stress, er hat mich dann auch nur geschlagen. Das habe ich dann verloren als Kind, ne? Ja, so viele Sachen. Weißt du, Nicole, das sind so Geschichten, wo ich mal so hinhergerissen bin zwischen tiefem Mitgefühl und auf der anderen Seite aber auch Zorn auf dich,
jetzt in dem Fall, dass ich mir denke, mein Gott, warum hat sie denn das so lange mitgemacht? Warum? So blöd vor Liebe kann man doch gar nicht sein. Ja. So abhängig darf man doch von einem Menschen nicht sein. Ich weiß, es war aber richtig schlimm und ich hatte auch hinterher richtig Angst, um irgendwas zu sagen, weil ich dem wirklich zutrauen würde, dass er mir wirklich was antut. Ich hatte wirklich Angst. Du hast in dieser Zeit mit niemandem, keine besten Freundin, den Eltern, mit niemandem darüber gesprochen? Nein. Du hast es alles für dich behalten und in dich hineingefressen? Alles. Ich finde ja auch, wenn man sowas hinter sich hat oder wenn man sowas gemacht hat, sagt das immer sehr viel über die eigene Persönlichkeitsstruktur auch aus. Ne? Warum tut man das? Deshalb fände ich das sehr gut. Zum einen, um diese ganzen schlimmen Sachen mal ein bisschen aufzuarbeiten, die du erlebt hast, aber auch um dir selbst etwas auf die Schliche zu kommen, fände ich eine therapeutische Behandlung sehr angebracht für dich. Ich habe die Adresse und auch schon einen Termin. Hast du schon einen Termin? Ja. Alles schon eingefädelt? Ja. Finde ich sehr gut. Also immerhin, du hast einen dicken Fehler gemacht, dass du so lange bei dem geblieben bist. Ja. Aber immerhin hast du dann doch die Notbremse gezogen. Das finde ich gut, muss man ja auch so sagen. Und jetzt organisierst du dich auch weiter, dass es dir letztendlich noch besser geht. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut, Nicole. Wie geht's deinem Kind? Also meinem Kind geht's eigentlich ganz gut. Also die ist im Moment erstmal jetzt für 2-3 Wochen bei meiner Mutter, weil die jetzt schon auch so viel mitgekriegt. Mhm. Und das möchte ich jetzt nicht auch noch antun, dass sie jetzt den Stress auch noch von mir mitkriegt, weil das überträgt sich ja dann auf sie auch, ne? Natürlich. Ich merke, dass ich nervös bin und so. Ja. Und bei meiner Mutter ist es in guten Händen und da geht's ihr gut. Es wird irgendwann mal schwierig sein, wenn das Kind älter wird, ihm zu erklären, was war das da mit dem Papa? Ne? Was war das für ein Hund, ne? Wie hat der die Mutter behandelt und so weiter? Auch wenn du schon einen Termin für eine Therapie hast, biete ich dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt an. Möchtest du das? Möchtest du? Ja. Ja, okay. Liebe Nicole, dann legst du bitte auf und die Anja, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Demütigungen. Was war für euch in eurem Leben bisher die schlimmste Demütigung? Es können ja auch mehrere angehäuft sein, so wie wir das gerade von der Nicole gehört haben. Es kann in jedem Lebensbereich passieren, von der Schule bis hin in den Themenbereich Sexualität. Also wenn ihr gerne mit mir drüber sprechen wollt, 0800 220 50 50. Weiter geht es mit nochmal einer Nicole und die Nicole ist jetzt 24 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Du hast dich auch zum Thema Demütigung gemeldet. Ja, habe ich. Warum? Ich demütige. Also ich arbeite als Prostituierte und... Du demütigst. Also auf Wunsch demütigst du andere Menschen. Das stimmt. So kann man das sagen. Männer wahrscheinlich vorwiegend. Ausschließlich. Nicht. Ausschließlich. Mhm. Bist du eine Domina? Kann man das so sagen? Auch. Also ich arbeite auch ganz normal als Prostituierte. Ja. Aber eben auch als Domina. Erzähl mal ein bisschen, was sind das für Demütigungen, die Männer von dir haben wollen, für die sie bezahlen? Ja, also es gibt ganz unterschiedliche. Manche wollen sich halt einfach nur anschreien lassen, manche wollen sich schlagen lassen, treten lassen, mit heißem Wachs übergießen lassen. Mhm. Ja. Lass mich mal einhaken mit dem Anschreien. Das heißt, da kommen Männer zu dir. Arbeitest du privat oder? Nee, ich arbeite in einem Bordell. In einem Club, im Bordell, ja. Genau. Die kommen dann in dein Zimmer rein und wie geht das? Ziehen die sich dann aus oder musst du ausgezogen sein und wie läuft das? Also ich ziehe mich nie aus, wenn ich als Domina arbeite. Du ziehst sie nie aus. So, nehmen wir mal an, die wollen angeschrien werden. Ziehen die sich währenddessen aus? Meistens nicht. Meistens nicht. Liegen die, sitzen die vor dir, knien die vor dir oder wie? Also... Beim Anschreien eigentlich sitze ich auf dem Sessel, Beine übereinander geschlagen, mit ganz strengem Blick und die hocken vor mir auf allen Vieren. Die hocken vor dir auf allen Vieren? Ja. Noch in ihren Anzügen, wie sie gleich vielleicht gerade von der Arbeit kommen? Ja, genau. Und also sofern wir das jetzt hier so in der Öffentlichkeit sagen können, was sind das so für Beschimpfungen? So richtig Fäkalsprache? Ja, ganz böse also. Also ganz die unterste Kategorie? Unterste Kategorie, das stimmt. Und wie geht das dann weiter? Du beschimpfst die dann und beleidigst die vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann? Ja, und dann, also eventuell schlage ich sie noch ins Gesicht. Mit der Hand oder hast du einen...
Mit der Hand. Mit der Hand. Also ins Gesicht mit der Hand. Ansonsten auf dem Rücken, aufs Ärschen, mit der Peitsche, mit dem Ausklopfer, ja, mit dem Stöckchen. Ja, und auch... Teilweise bringen die das selbst mit, also... Die bringen ja das Werkzeug sogar selbst noch mit? Na, die Stöcke vom Baum, so weiten Routen. Ehrlich? Das ja ist ja schrill. Das ist, dann gehen die ins Bordell mit einem Stock unter dem Arm? Ja, naja, im Ärmel, so das... Ja, und dann gibt es dann irgendwas Sexuelles noch? Oder bezahlen die wirklich nur, um beschimpft und erniedrigt zu werden? Für die ist das ja eine sexuelle Handlung, ne? Aber die werden dabei doch geil, oder? Das stimmt, die haben dabei ein ordentliches... Eine Erektion. Genau. Sofern du siehst. Wenn sie angezogen sind, siehst du es ja gar nicht. Genau. So, und wollen die oder dürfen die dann noch in deiner Anwesenheit onanieren? Oder gibt es das nicht? Wenn ich denen das befehle, dann dürfen die das tun. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, so, das war's jetzt und tschüss. Genau. Und wenn die, oder ist das eine Abmachungssache vorher, dass die sagen, ich will erniedrigt werden und ich will, dafür bezahle ich, dass ich auch noch onanieren darf? Also es ist natürlich schon, wenn jemand zu mir als Domina kommt, dann ist es natürlich schon viel vorher im Gespräch, was man macht und was man nicht macht. Mm-hmm. Also letztendlich ist das eine klare Absprache vorher, aber die ziehst du dann auch gnadenlos durch? Die zieh ich durch. Ja. Was kostet so eine, sagen wir mal, eine Demütigungsstunde bei dir? Oh, soll ich das jetzt sagen? Ja, mich interessiert das, weil ich weiß es wirklich nicht. Also eine Demütigungsstunde 200. 200, ja. Da ist aber dann nie ein Geschlechtsverkehr mit eingeschlossen, ne? Nein. Nie, das gibt es nicht. Es sei denn, ich habe noch eine Dame, eine Zofe. Ach so. Dann befiehlst du quasi den beiden, dass die miteinander kopulieren. Genau. Dass die es miteinander treiben, die beiden. Ich befehle ihm, was er mit ihr machen kann. Was sind das für Männer? Beschreib mir mal so Alter, Herkunft, was erahnst du, was die so vom Beruf machen? Die? Das sind ganz unterschiedliche Männer, also... größtenteils sind es Männer, die viele Leute unter sich haben. Also die im Job viel gefordert werden, die viel Verantwortung tragen. Ja, wie man es immer wieder hört. Das heißt, die sind in ihren Jobs mächtige Männer unter Umständen, die den ganzen Tag anderen Leuten befehlen und vielleicht sehr herrisch sind und dominant. Und die sind bei dir dann vollkommen devot. Ja. Wie ist es so vom Alter? Gibt es da auch junge, sehr junge Männer? Gibt's auch, also die sind meistens so in ihrer Probierphase, wo sie sexuell sich hingezogen fühlen. Aber würdest du sagen, dass das eher Leute sind, die auch mehr Kohle haben, die gesellschaftlich etwas so in der mittleren Ebene? Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich habe Kunden vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Arzt, Rechtsanwalt. Ja. So, jetzt gibt es neben, wie du es gerade schon gesagt hast, neben der verbalen Demütigung, indem du die beschimpfst mit Worten, dann auch noch die ganze andere Varianten mit Schlagen, Wachs und auch Verletzen. Verletzt du Männer auch, wenn die das wollen? Das nicht? Das nicht, also... Also Blut fließt bei dir nicht? Blut fließt bei mir nicht, nee. Auch wenn die das sagen, hier, pass auf, 500 Euro, ritz mir den Rücken auf, das machst du nicht. Das würde ich nie tun. Das reicht so schon, also... Empfindest du dabei, wenn du demütigst, eine gewisse Lust oder ist es reiner Job? Also, das ist so eine lustige Frage. Also dabei empfinde ich keine Lust mehr. Du findest es albern letztendlich wahrscheinlich, oder? Ich finde es nie albern, ich finde es sehr interessant. Es ist hochinteressant. Wie lange machst du schon? Ein Jahr. Und ist es immer noch interessant? Ja. Was ist daran so besonders interessant? Die unterschiedlichsten Arten von Sex. Die man haben kann, die unmöglichsten Sachen. Was war das Unmöglichste bisher, was dir in diesem Jahr begegnet ist? Das Unmöglichste. Wo du sagst, boah, ist ja irre. Als Domina oder als ganz normal oder überhaupt? Fangen wir erstmal mit der Domina an. Also mit der Domina, also mein Hündchen. Ich habe einen Kunden, der kommt immer mit einem Beutelchen voller Frauensachen und Stiefel und einer Leine. Mhm. Und dann, das zieht er dann an bei mir, ich binde ihm die Leine drum und dann geht er durch meine Wohnung und putzt die. Ach. Schön an der Leine. Hast du gesagt, mein Hündchen, hast du gerade gesagt? Ja, mein Hündchen. Der kommt mit Frauensachen zu dir? Ja. Der zieht Frauenunterwäsche an, oder was? Ja, richtig. Also Frauenunterwäsche, Strümpfe und ein Kleid. Und ein Kleid. Mhm. Und dann ein Halsband bringt er auch mit? Und eine Leine. Und das mache ich in einem Drum und dann... Und das ist dann aber nicht, dann bei dir in dem Bordell, sondern... Doch, natürlich. Ach so. Mhm. Und dann führst du den durch dein Apartment da? Genau. Und dann putzt der?
putzt er richtig in den Ecken. Alles schön sauber. Und du hast auch eine kleine Peitsche, wo er immer ein bisschen auf den Po kriegt? Auf jeden Fall, natürlich. Nur mach mal ein bisschen besser sauber. Nochmal, zack, nochmal einen Hund drauf. Genau. Wie kurios. Wie alt ist der Typ? 35. 35. Weißt du, was der für einen Beruf macht? So grob nur, nicht, dass er wiedererkannt wird. Auch also er ist schon in einer höheren Position. Er ist schon was Wichtiges. Ja, aber ganz normal Familie. Wie bizarr. Das heißt, die Familie wird wahrscheinlich überhaupt nichts davon ahnen. Ach, niemals. Niemals. Die Mitarbeiter würden wahnsinnig, wenn die das erfahren würden, wahrscheinlich. Das stimmt. Als der zum ersten Mal zu dir kam, hatte der so etwas schon mal ausprobiert irgendwo? Oder hat er bei dir das zum ersten Mal gemacht? Er hat das schon mal ausprobiert irgendwo. Und das gibt, und dann gibt es zum Ende, zum Schluss auch keinen Sex? Nein. Darf er onanieren? Nee, der will das nicht, der will halt nur. Der will nur als Hund durch die Wohnung geführt werden, mit einem Klaps auf den Hintern, in Frauenkleidern und will das Klo putzen. Genau. Abgefahren. Ja. Dann hatte ich einen Geldsklaven. Also es bedeutet, der kommt jede Woche regelmäßig zu mir, donnerstags 18 Uhr, klingelt an meiner Tür. Mhm. Und dann ist er 2 Minuten bei mir und bringt mir einen Umschlag voller Geld. Und dann geht er wieder. Ach, der möchte halt, seine Fantasie ist, dass er sich an den finanziellen Ruin fast bringt, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Wie viel Geld bringt er dir denn? Oh, er bringt mir sehr viel Geld. Also er bringt mir für die 2 Minuten immer 200 Euro. Jede Woche. Das ist ja irre. Das heißt nur, damit du die annimmst, das Geld, dafür wirst du bezahlt. Ja. Du brauchst weiter nichts zu machen, als den... Ich brauch weiter nichts zu machen, außer ich sage ihm halt jedes Mal, dass er sich anstrengen muss auf Arbeit. Und wenn du, ich meine, wir spinnen mal jetzt, wenn du dem sagen willst, pass mal auf, nächste Woche kommst du mit 500 Euro. Also er hat auch gesagt, er macht das noch nicht lange. Mhm. Wenn unser Vertrauen dann irgendwann so gewachsen ist, wäre er sogar bereit, einen Kredit für mich aufzunehmen und eventuell sogar noch einen Zweitjob, damit er sich noch mehr irgendwie an den finanziellen Ruinen treiben kann, damit er noch mehr die Arschbacken zusammenkneifen muss und noch mehr arbeiten. Unfassbar, unfassbar. Ja. Aber setzt da nicht so in dem Moment auch so ein bisschen dein moralisches Verantwortungsgefühl ein, dass du sagst, okay, ich mache das so mit, aber ich darf nicht zulassen, dass der Mann sich, dass der um seine Existenz kommt oder sich total verschuldet? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil... Gut, du verdienst daran, aber irgendwie hätte ich dann auch ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, der Typ treibt sich wirklich in den Ruinen durch. Ja. Also na gut, mit den Summen, mit der Summe jetzt hier mir zahlt, wird das nie passieren. Also schwer zu sagen, wenn er jetzt irgendwie vor mir stehen würde und einen Kredit aufgenommen hätte. Weißt du denn, ob der in einer verdient er viel Geld? Keine Ahnung. Gar nichts, weißt du. Ich sehe den ja nur ganz, ganz kurz. Wie abgefahren, das habe ich noch nie gehört. Da kommt ein Freier, das ist ja nicht mal ein Freier, und überreicht dir nur einen Briefumschlag mit Kohle. Aber das sind immer ganz schöne Briefumschläge mit Parfüm. Das ist ja das toll, am leichtesten verdienteste Geld, was es nur gibt, ne? Das stimmt. Gibt es noch sowas Verrücktes? Erzähl mal. Bitte? Gibt es noch sowas Verrücktes, was du erlebst? Ja, es gibt täglich verrückte Sachen, also immer wieder ganz neue, spannende Sachen. Also ich hatte auch einen, der wollte mit mir Rotkäppchen spielen, hat mir extra ein Rotkäppchen-Kostüm mitgebracht. Mhm. Und hat dann eine Stunde mit mir Rotkäppchen gespielt, also, und nichts dabei gemacht, außer meine Füße geleckt. Mhm. Wobei ich da, das ist schon ein Grenzbereich, ne? Das geht ja fast schon in die Fantasie Kinder, Sex mit Kindern. Ja, also wir haben ja vorher gesprochen, wie er sich das vorstellt. Und, also das würde ich auch, das lehne ich ja sehr ab. Ich habe selber 2 Kinder. Mhm. Und. Das war, weiß meine Frage auch noch. Du hast doch bestimmt auch, das haben eigentlich alle Huren, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben alle ihre Grenze, wo sie sagen, bis da und nicht weiter. Ja, das stimmt. Also bei Fantasien mit Kindern und so ist bei dir auch absolut Schluss. Gibt's nicht. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast zwar auch 2 Kinder. Mhm. Bist du alleinerziehende Mutter oder hast du einen Freund? Ich bin alleinerziehend. Und wie alt sind die Kinder? 6 und fast 3. 6 und fast 3. Ist das für dich schwierig, dass du so einen Job machst und Mutter bist? Angst, dass das irgendwie rauskommt, Nachbarschaft, Verwandtschaft? Also meine Familie, meine Freunde, die wissen es alle komplett. Ja. Stehen hinter mir, unterstützen mich. Irgendwann ist es kompliziert, wenn die Kinder etwas älter werden. Mama, was machst du? Das stimmt. Wie lange willst du es noch machen? Oh, keine Ahnung. Also momentan habe ich noch nie vor, aufzuhören. Mhm. Ich mag es schon, du bist eine interessante Gesprächspartnerin. Wir könnten sehr lange reden. Aber...
Unser Thema hieß ja Demütigung und da hast du sehr viel gerade erzählt, Nicole. Das war sehr interessant. Ich wünsche dir, dass du für dich auch irgendwann die Grenze siehst, dass du sagst irgendwann Schluss und ich höre auf und gehe raus aus dem Job. Viele versäumen das ja, den Punkt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um abzuspringen, wirst du wissen. Ja, aber vielleicht sind das manche auch, die halt sonst nicht so, also ich bin noch Visagistin, ich arbeite halt noch anders und... Ach so, du hast auch noch einen anderen Job. Ja. Ja. Liebe Nicole, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank dir auch. Auf dass dir nie was passiert, auch in diesem Job. Danke. Alles Gute, tschüss. Ciao. Und hier ist der Alex. Alex ist 22 Jahre alt, auch zu unserem Thema Demütigung. Hallo Alex. Hallo Domian. Hallo Alex. Und zwar, ich rufe an wegen meiner Freundin. Ja. Und zwar steht die in letzter Zeit, oder seit ein paar Wochen, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Macht nichts, macht überhaupt gar nichts. Red einfach mal los. Und zwar steht die auf, also sie sagte mir vor ein paar Wochen, ich sollte sie würgen beim Sex. Mhm. Und sie steht drauf, wenn sie mir zum Beispiel den Rücken zerkratzt und Blut auf ihren Oberkörper läuft und so. Mhm. Und wenn sie deinen Rücken zerkratzt? Genau, wenn sie entweder meinen Rücken zerkratzt oder sich vorher selber aufschneidet, an den Armen aufschneidet. Mhm. Und ich sehe das halt so, wir sind seit circa einem Jahr zusammen. Ja. Und ich sehe das halt so durch ihre Mutter, weil die Mutter sagte, sie muss den Haushalt machen, sie wird von ihrer Mutter geschlagen. So war es ihr Leben lang, dass sie halt geschlagen wurde und dass sie halt eigentlich nur Schlechtes erfahren hat. Ja. Und nach einem Jahr kam halt diese Erkenntnis, dass sie sagt halt so, sie möchte gewürgt werden. Und also du siehst da einen Zusammenhang mit ihrer schlechten Kindheit und Vergangenheit. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 17. Ja. 17 und lebt also noch dann zu Hause bei der Mutter. Bei ihrer Mutter, genau. Alleine mit der Mutter, oder? Alleine mit der Mutter, ja. Und die Mutter schlägt sie heute immer noch? Genau. Mhm. Also sie war schon beim Jugendamt irgendwie, aber und war auch schon Obhutnahme, aber ist halt relativ schnell wieder zurück zur Mutter gegangen. Mhm. Und sie steht halt auf, also sie hat schon immer auf sehr, sehr, auf etwas, also nicht diesen Blümchen-Sex. Also eher härteren Sex gestanden? Etwas härteren Sex drauf gestanden, ja. Du weißt mir nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Vergangenheit und dem, was ihr da zu Hause erlebt und dieser Art der sexuellen Lust, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Das kann natürlich sein, das ist eine tiefenpsychologische Frage, wie das verknüpft ist. Aber dich irritiert das, dass sie das von dir jetzt verlangt? Mich irritiert das, weil sie halt ein Jahr zwar schon immer diesen etwas härteren Sex wollte und das auch okay war, das auch im normalen Rahmen war. Mhm. Weil nicht Blümchensex, sondern halt ein bisschen härter. Aber natürlich, wenn jetzt die Freundin sagt, ich will gewürgt werden, das ist schon eine harte Nummer, finde ich auch. Sie will gewürgt werden, sie möchte, dass ich ihr Messer an die Kehle halte. Ach, das will sie auch. Das will sie auch. Zwar nicht so, dass es blutet an der Kehle, aber sie möchte, dass ich ihr Messer an die Kehle halte. Du sollst ihr ein Messer an die Kehle halten und währenddessen mit ihr Sex haben? Genau. Mhm. Und oder halt Vorspiel. Vorspiel gab es eigentlich kaum, aber wenn ich ihr halt das Messer an die Kehle, also ich habe es einmal ausprobiert. Mhm. Weil ich dachte, das ist ein Witz von ihr. Mhm. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Am Anfang, da wir beide ein bisschen aus der dunklen Szene kommen. Was heißt das, dunkle Szene? In der Gothic-Szene ein bisschen aktiv sind. Ja. Nicht so stark, aber doch ein bisschen das vertreten. Mhm. Also sind du... So zur Erklärung sind die Leute, die man auf der Straße sieht, die so ganz schwarz angezogen sind und weiß geschminkt. Genau. Ist so eine Lebenseinstellung, eine Lebenskultur, Philosophie und so genau. weiter. Genau, ich laufe nicht immer so rum, nur wenn ich in den Club gehe, aber halt, ja, genau so. Also im ersten Moment hatte ich das gar nicht mal so abgestoßen? Nee, weil ich dachte, das ist so Spaß, das ist Witz halt, ein bisschen so. Ja. Und dann habe ich das gemacht und was halt für ein bisschen... Ja. Ja, im Küchenmesser halt so ein bisschen an die Kehle gehalten irgendwie so. Und dann habe ich gemerkt, dass sie immer mehr Lust dabei empfindet. Das heißt, so ganz abwegig wäre es gar nicht, dass du ihr vielleicht auch noch ein bisschen in die Haut reinritzen solltest. An der Kehle eventuell nicht, aber an anderen Körperstellen eventuell ja. Das ja. Und so ganz abwegig ist es auch nicht, dass du sie vielleicht heftig schlagen sollst beim Sex. Dass ich sie schlagen soll beim Sex, ja, nur nicht doll. Aber und was dieses Messer angeht, Blut fließen könnte eventuell sein. Ja.
Das heißt, in den ersten Monaten war das, wie du gerade gesagt hast, noch relativ normal, zwar auch ein bisschen heftiger, aber dieses ist jetzt in der letzten Zeit erst hervorgetreten. Genau, genau. Also, was ist das für dich jetzt als Freund von einer Situation, in der du da steckst? Das ist eine Situation, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß, wo ich auch gesagt habe, bis dahin und stopp. Mhm. Also ich werde definitiv nicht weitergehen. Mhm. Wo ich gesagt habe, es ist ja auch so, ich könnte mir vorstellen, dass dich das komplett abturnt, wenn du da mit dem Messer an der Kehle deiner Freundin sitzt, dass du gar keinen Sexlust mehr hast. Als ich damit angefangen habe, war es für mich eine Spaßsituation, wo ich gedacht habe, okay, ich lege das Messer weg und dann machen wir normal weiter. Okay, aber jetzt ist das ja eben kein Spaß mehr. Genau, und wo ich dann da gesagt habe, okay, nein, stopp. Ja. So, und da war es halt kein Spaß mehr. Wie wichtig ist für Sie denn dieser Sex, den sie da von dir verlangt? Speziell mit dem Messer nicht wichtig. Hm. Was für sie wichtig ist halt dieses Kratzen mit Blut. Hm. Also auf deinem Rücken? Genau. Wie stehst du, oder? Oder, dass sie sich vorher die Arme aufschlitzt. Ja. Und ihr dann halt Sex haben. Ach so, dass sie sich selbst die Arme blutig aufschlitzt und ihr dann Sex habt. Genau. Wie findest du das? Sehr abtörend und sehr psychisch nicht mehr stabil. Also ich arbeite selber mit psychisch Kranken zusammen. Ja. Was machst du? Beruf. Ich bin Heilerziehungshelfer. Heilerziehungshelfer? Ja. Und auch die Sache mit dem, dass sie deinen Rücken blutig kratzt, ist für dich auch unmöglich. Nee, das ist möglich. Also das sage ich so, so wie sie es formuliert, ist es nicht möglich. Aber ein bisschen wäre okay. Ja, ein bisschen kommt, glaube ich, bei jedem heftigen Sex ein bisschen vor. Im Prinzip, Alex, hast du ja das Urteil gefällt. Ich glaube, dass es in diesem Bereich der Sexualität keinen Kompromiss gibt. Entweder mag man sowas oder man mag es nicht. Und man kann niemanden daran führen, wenn man nicht so gepolt ist. Und wenn du das abstoßend findest und abtörend, was ich in dem Sinne wirklich komplett nachvollziehen kann, was du gerade erzählt hast, gibt es da kein Übereinanderkommen mit euch beiden, wenn sie da so scharf drauf ist. Hat sie das denn in anderen Beziehungen schon richtig gelebt? Sie sagt mir nein. Glaubst du ihr das nicht? Sie hat eine ziemlich, auch wenn sie 17 ist, hat sie ziemlich viel sexuelle Erfahrung. Selbst ich mit 22, der kein Umstürzlamm war, aber sie hat sehr viel Erfahrung gemacht. Also es könnte sein, dass sie das eine oder andere schon erlebt hat. Ja. Ja. Alex. Und sie versucht ja auch auf mich jetzt wieder einzugehen. Nur, Was heißt eingehen? Eingehen heißt, dass ich ihr sage, stopp, bis hier und nicht weiter mit dem Messer oder dem Aufschlitzen oder so. Mhm. Wo sie dann sagt, nee, das muss nicht sein, wir haben jetzt auch Sex miteinander. Mhm. Und der Sex ist auch gut. Aber der Gedanke, der mich halt prägt, ist halt, sie will sowas. Mhm. Mhm. So, sie ist auch zufrieden mit dem Sex, den wir so haben. So, deswegen müsst ihr beide wirklich Tacheles reden. Sie muss ja klar auf den Tisch legen, wie befriedigend der Sex für sie ist, den du leisten kannst, sage ich mal so. Sagt sie, es ist in Ordnung. Bitte? Sagt sie, es ist in Ordnung. So, wenn es denn wirklich so ist, dann ist es ja gut. Ja gut, das musst du rauskriegen. Das musst du wirklich rauskriegen. Ja, aber wie? Indem du sie immer wieder darauf ansprichst und immer wieder darauf ansprichst und sie auch beobachtest, wie sie reagiert, wenn du Stopp sagst und Stopp machst. Denn das kannst du nicht bringen, was sie da einfordert, wie du drauf bist. Und die meisten könnten das, glaube ich, nicht. Ja, das ist richtig, aber wo ich halt das Problem habe, ein Stück weit ist ja in Ordnung. Ja. Das merkt sie ja auch. Gut, wenn du das Gefühl hast, dass dieses Stück weit vielleicht doch euer Kompromiss ist, dann und das glaubhaft empfindest, dann ist es ja okay. Aber wenn du dauerhaft empfindest, letztendlich will sie noch mehr und sie geht unbefriedigt aus der Sache raus, dann passt ihr sexuell nicht zusammen. So einfach ist das. Ja, aber dass die Vorstellung Messer an die Kehle und eventuell noch mehr krank ist, ist ja... Finde ich irgendwie auch, ja. Wie soll ich ihr das beibringen? Also ich habe ihr gesagt, dass es krank ist. Sie ist bereit für eine Therapie. Nicht nur wegen der Sache, sie hatte davor auch Koks zu tun und macht ja auch aggressiv. Ja. Und
mit Leuten, die sie nur behandelt haben als Sexobjekt. Ja. Also diese Richtung finde ich schon sehr interessant und sehr richtig, dass das Mädel mal vielleicht wirklich zu einem Therapeuten geht und erstmal für sich abklopft, was ist mit mir los, was ist wirklich krankhaft bedingt, was ist eine sexuelle Leidenschaft, wo sind die Grenzen und so weiter. Sie ist bereit, das zu machen? Ja, dazu ist ja noch Bulimie und so auch noch dabei. Auch noch dabei? Auch noch dabei. Also das volle Programm. Also ich weiß nicht mehr weiter, echt. Also weil... Wirst du gar nicht viel machen können, außer ihr zu sagen, pass mal auf, du musst etwas unternehmen, du kannst ja vielleicht noch eine Recherche hinlegen, hier und hier kannst du hingehen. Mehr kannst du als Freund nicht machen, so schlimm das auch ist. Habe ich alles gemacht und ich habe ihr alles vorgelegt und da ist Bulimie da, da ist ja, will sie, aber im Elternhaus, da ist... Will sie denn zu einem Therapeuten? Sie möchte zu einer Therapie. Wir haben auch schon mal vor ein paar Monaten angefangen, wo ich mit ihr zusammen dahin gegangen bin. Ja, ich würde es eigentlich alleine machen. Ich würde eigentlich denken, dass es besser ist für sie, dass sie es alleine macht. Ja, wollte sie nicht und deswegen bin ich das erste Mal da mitgegangen. Ah, ja. Und das hat sie auch ganz gut gefunden. Und dann hatte sie wieder einen Streit mit ihrer Mutter. Die Mutter hat rausgekriegt, Therapie und alles. Und dann war das Jugendamt dabei und... Ganz alles ganz kompliziert. Ganz kompliziert, ich höre schon, ja. Ich will diese Frau nicht loslassen, weil diese Frau, die liebe ich. Weil so. Die hat auch was Nettes und Liebes. Glaube ich dir, Alex. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dich weiter berät in Sachen, wie was du in deinem Rahmen noch tun kannst. Ich glaube, dass du nur bis zu einem bestimmten Punkt was tun kannst und dann wirst du irgendwann, wenn sie entsprechend sich nicht verhält, wirst du sie loslassen müssen, so weh das auch tut. Aber dazu jetzt ein Fachgespräch, das fände ich besser und solider und fundierter. Ja. Da bitte ich dich aufzulegen und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Könnt ihr noch ein Autogramm kriegen? Gibst du der Anja gleich deine Anschrift. Alles klar, danke dir. Alles Gute. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer heute zu unserem Thema Demütigungen. Ich sage euch aber heute auch schon mal unser Thema am Donnerstag. Am Donnerstag heißt unser Thema Töten. Und da möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht aus Notwehr heraus oder vielleicht auch im Rahmen eines Verbrechens Menschen schon getötet haben oder vielleicht auch mit Menschen, die den geheimen Wunsch haben, jemanden zu töten oder die sich selbst eventuell aufgrund einer sehr schweren Erkrankung töten möchten. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Töten. Ihr könnt euch wie immer schon per Mail anmelden. Heute aber nach wie vor unser Thema Demütigung und dazu bin ich jetzt verbunden mit der Monika und Monika ist 22 Jahre alt. Monika, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Monika. Hallo. Ja. Ja. Monika, Demütigung. Ja. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Ja, also ich habe ziemlich starke Demütigung in meiner Kindheit erfahren, von Seiten meines Vaters. Der war Alkoholiker und ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Was waren das für Demütigungen? Verbale? Also durch Worte oder? Nein, also ich und meine Mutter waren eben der deutschen Sprache nicht mächtig, da wir aus der Tschechei hierher gezogen sind und mein Vater hat schon vorher hier gewohnt gehabt. Und somit hat er halt die absolute Gewalt über uns gehabt. Und ich musste halt in kürzester Zeit eingeschult werden und musste innerhalb von einem halben Jahr Deutsch lernen. Und das hat er halt dann versucht, bei mir mit ja, gewalttätigen Mitteln oder auch verbalen Übergriffen natürlich zu bewirken. Und über meine Mutter ist er so oft, da hat sie so oft geschlagen. Und er hat dich als kleines Kind auch geschlagen, allein, ja. Allein um dich... Er hat immer gesagt, du warst eh nur ein Silvester. Was hat er gesagt? Du warst eh nur ein Unfall an Silvester. Oh. Ja. Das also hattest du dir als Kind, ja. Also dem ja. Kleinen, der kleinen Monika hat er das gesagt? Ja. Du warst nur ein Unfall am Silvestertag. Genau, du warst eh nur ein Unfall an Silvester und du bist genauso eine große Piep wie deine Mutter und so weiter. Also meine Mutter hat sich zerrissen für ihn, er war... Die ein und alles, sie hat alles für ihn getan, alles für ihn gemacht. Er hat dich geschlagen und beschimpft, weil du nicht schnell genug Deutsch gelernt hast. Ja. Und wie ging es dann weiter? Na, es war eigentlich ziemlich heftig. Es war bis dann irgendwann, also ich kann mich auch nicht an sehr viel erinnern. Also es ist ein Zeitraum von 3 Jahren, wo wir mit ihm zusammengelebt haben. Also von 6 bis 9.
Und ich kann dir halt immer nur Schlüsselpunkte erzählen. Also ich kann dir nicht mal wirklich sagen, was alles dran gewesen ist. Ich kann mich nur an Partien erinnern. Ich kann mich nicht ans ganze Bild erinnern. Mhm. Also ich habe keinen kompletten Ablauf wie, ja, 7. Geburtstag, was war da oder so, oder 8. oder 9. Ich kann dir immer nur Schlüsselpunkte sagen. Ich weiß, dass er mit mir immer nachts einschlafen wollte. Ich weiß, dass er mit mir baden wollte, immer. Das sind so Sachen, die mir halt einfallen. Geht das in Richtung, dass er auch sexuell, weißt du nicht? Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht, an sowas kann ich mich einfach nicht erinnern. Mhm. Aber die Erinnerung an den Vater ist eine ganz schlimme Erinnerung. Ja. Besetzt ist von Angst und von Erniedrigung. Ja, von damals schon, ja. Und du hast dann, oder deine Mutter und du, ihr habt 3 Jahre dann noch bei dem Vater gelebt? Ja, also es war ganz schlimm. Meine Mutter hat die Übergriffe, die er auf mich hatte, gar nicht mitbekommen. Da war sie zu in der Arbeit. Also die hat damals in der Fabrik gearbeitet. Mhm. Warst du denn das einzige Kind? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und damals war es halt eben so, dass ich ganz normal von der Schule nach Hause gekommen bin. Mhm. Und er ist dann gegen 5 oder 6 Uhr gekommen und meine Mutter ist erst spät gegen 8 Uhr gekommen. Mhm. Also es war dann, am Anfang war sie noch nicht gearbeitet, aber dann so nach einem Jahr oder 1,5 Jahren. Und es war dann auch so, dass meine Mutter hat jetzt mittlerweile wirklich fließend Deutsch, kann jetzt fließend Deutsch sprechen, hat jetzt auch hier eine diplomierte Altenpflegerin absolviert. Mhm. Also es ist wirklich krass, ne? Bloß damals war es halt eben so, dass wir... Sie hatte hier keine Freundin, nichts. Also ich war ihr Seelsorger und ja. Wie kam das denn dann, dass deine Mutter dann doch den Mut gehabt hat, diesen grauenhaften Mann zu verlassen? Ich glaube, das war das, dass ich gesehen habe, dass er sie vergewaltigt hat. Ah ja. Mhm. Ich glaube, das war so dieses Schlüsselerlebnis. Und du hast bis heute mit deiner Mutter nicht drüber gesprochen? Nein. Nein. Niemals. Gibt es denn heute noch Kontakt zu dem Vater? Das ist komisch, Domian. Erst vor 2 Jahren, 1,5 Jahren vielleicht so. Also seitdem ich alleine wohne, meine Mutter hat immer gesagt, dein Vater ist kein schlechter Mensch, wenn der Alkohol nicht wäre, und versucht doch Kontakt zu ihm zu haben. Er hat sich auch nie wirklich drum geschert, Kontakt zu mir zu haben. Ich unterbreche mal eben. Das ist ja auch wieder verrückt, ne? Dass die Mutter, obwohl so schlimme Sachen vorgefallen sind, ihn dann irgendwie noch schönredet und ihn zu entschuldigen sucht. Ja, weil meine Mutter nie mir das Gefühl geben wollte, dass es aufgrund gescheiterter Ehe mein Vater jetzt nicht sehen will. Wollte also praktisch, weil sie weiß ja nichts von den Übergriffen, die er auf mich hatte. Auch darüber hast du niemals. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ich habe mit meiner Mutter nie über das gesprochen. Warum nicht? Weil ich nicht kann, weil ich sie würde sich umbringen. Bist du sicher? Weil sie sich im Nachhinein Vorwürfe macht? Ja, genau. Sie würde sich das niemals verzeihen, dass sie das nicht gemerkt hat, dass sie da nicht da war, dass sie da arbeiten war, anstatt auf mich aufzupassen. Mhm. Sie würde sich das einfach nicht verzeihen. Aber ich merke schon, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter sehr innig ist und voller Liebe. Ja. Ja. Mhm. So, du wolltest gerade was erzählen. Hat er sich jetzt irgendwie gemeldet bei dir oder hast du dich bei ihm gemeldet? Ja, also vor 2 Jahren war das eben der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich will ausziehen von meiner Mutter aus und also von meiner Mutter wegziehen. Bis dahin hatte er sich aber überhaupt nicht mehr bei euch gemeldet? Nein, gar nichts. Und ja, und dann war es halt eben so, dass eine Einladung kam zur Hochzeit für mich und für meine Mutter und die war von meinem Vater und meiner Mutter früheren besten Freundin. Und er schickt euch dann auch noch, oder die schicken euch auch noch eine, das ist ja frech. Mit der Information, dass seine Freundin vor einem Jahr ein Kind gebärt hätte. Mhm. Und das war früher die beste Freundin meiner Mutter. Und was ist dann daraus geworden? Kannst du dir vorstellen? Also ich bin natürlich nicht hin, meine Mutter ist recht nicht. Mhm. Ja, und irgendwann vor 2 Jahren war das eben dann der Fall, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, okay, wenn du schon ausziehst, hör zu, dein Vater hat eh nie für dich gezahlt, ruf ihn mal an und frag ihn, ob er dich unterstützt. Aha. Hast du es gemacht? Ich habe lange mit darum gekämpft, weil ich wollte jetzt auch keine Almosen oder sowas, weil es einfach nicht wert war und ich darin auch keinen Sinn gesehen habe, weil ich wusste, er ist Alkoholiker und ich wusste zwar auch nicht, dass er sich verändert hat, aber trotzdem. Naja, nach langem Hin und Her diskutieren mit meiner Mutter habe ich es dann doch gemacht. Mhm. Ich habe ihn angerufen und ihn gefragt, ob er mich vielleicht irgendwie unterstützen könnte, dass ich ausziehen möchte. Mhm.
Und er ist der Meinung immer gewesen, dass mein ganzes Verhalten und alles käme alles nur von meiner Mutter und der schlechte Einfluss und so, also hat es unterstützt, dass ich ausziehe. Ach so, er hat das unterstützt. Ja. Und hat dir auch Geld gegeben? Er hat mir nicht Geld gegeben, aber er hat mir Parkettboden gekauft und so, was weiß schon, so solche Sachen halt. Ist denn jetzt, Lampen oder so, Ist denn jetzt dadurch ein Kontakt zu ihm entstanden? Ja. Ja? Ja, und es ist schlimm, weil ich einerseits, jetzt trinkt er nicht mehr, weißt du, jetzt ist er ganz anders. Ach so. Er ist lieb, er ist zuvorkommend und ich sehe es auch, wie er sein Kind erzieht, ganz anders. Er ist so, hat er denn mit wie so ein Vater, den man sich wünscht, weißt du. Hat er denn mit dir oder du mit ihm über die schlimme Zeit gesprochen, was er dir angetan? Nein. Aber das könntest du, bei ihm ja ansprechen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich es mir, ich weiß nicht. Ich glaube, dass er ablocken würde. Versuch es doch mal. Ich meine, das liegt ja dir tief in der Seele. Ja. Und du kannst ja auch nicht so auf heile Welt jetzt mit dem machen. Und der, wie oft seht ihr euch jetzt? Also, er ruft so einmal die Woche an. Mhm. Also ich denke, dass dieser Druck auch von seiner Frau kommt, weißt du? Ach, die möchte das? Ja, ich denke schon. Mhm. Also mit seiner Frau habe ich mit darüber gesprochen. Also ich hatte ich hatte damals einen Spaziergang mit seiner Frau. Das heißt, die kann ihm das vielleicht erzählt haben? Ja, ich denke schon, ja. So, aber ich habe nicht mit ihr über alles gesprochen. Ich habe ihr nicht erzählt, dass die Sachen zum Beispiel mit der Vergewaltigung oder so. Ich habe ihr nur halt grob erzählt, dass er, also Vergewaltigung gegen meine Mama, ne? Ich habe ihr nur grob erzählt, dass es eben sehr schmerzvoll war, die Zeit, weil er auch Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, du wirst nie mit deinem Aussehen punkten, wenn dann wirst du immer nur mit deinem Gehirn punkten, wenn da überhaupt was drin ist und solche Sachen. Weißt du, das sind Sachen, Domian, die mich heute noch beschäftigen. Natürlich. Ich habe solche Schwierigkeiten. Umso. Du hast Schwierigkeiten, Männer zu, weil du diesen Satz immer hörst. Ja. So. Nicht nur das, ich habe Angst, mich zu entblößen. Ich habe panische Angst davor, dass ein Mann mich nackt sieht. So, das heißt, dieser Kerl, ich sag's mal ganz böse, obwohl es dein Vater ist, dieser Kerl hat sehr viel angerichtet bei dir und hat wahrscheinlich auch sehr, sehr viel schlimme Dinge bei deiner Mutter angerichtet. Ja. Deshalb finde ich das ganz wichtig, Monika, dass du mit dem darüber redest. Du kannst doch nicht darüber hinweggehen und so tun, als wäre nichts passiert. Du hast das doch so tief in dir und das hängt wie ein riesengroßer Schatten über deinem Leben. Je nachdem, wie er reagiert, es ist völlig egal, wie er reagiert, aber es ist gut, wenn du es gesagt hast. Vielleicht würdest du dir sogar irgendwann später mal Vorwürfe machen, wenn er mal verstorben wäre und du drüber nachdenkst und dann sagst, mein Gott, warum habe ich den einfach nicht konfrontiert mal mit der Vergangenheit? Was mache ich, wenn er abblockt? Wenn dann er blockt darüber nicht redet? Ja, dann blockt er ab. Dann hat er sich auch nicht gebessert. Es wäre ja eine gute Reaktion, dass er vielleicht voller Scham vor dir sitzt und sagt, ja, er weiß, was passiert ist und es tut ihm abgrundtief leid und bitte vergib mir. Dann wäre eure Beziehung auf einer eher ordentlichen Grundlage. Mhm. Und wenn er abblockt, ja, dann ist er genauso, wie er früher war. Zumal ich mir auch vorstellen könnte, Entschuldigung, sonst habe ich es vergessen, ich könnte mir auch vorstellen, dass das problematisch ist, wie du das deiner Mutter erklärst, dass du jetzt mit ihm wieder Kontakt hast. Nee, meine Mutter ist ja glücklich darüber. Ach, die ist glücklich darüber. Weil, also wir haben ja auch darüber gesprochen, ich habe sie auch gefragt, ob ich wieder Kontakt zu ihm aufnehmen soll, in dem Sinne, dass man sich halt regelmäßig hört. Und dann hat sie zu mir gesagt, vergiss nicht, wenn er nicht trinkt, dann ist er ein guter Mensch. Und wenn er jetzt aufgehört hat mit dem Trinken, dann ist er ein guter Mensch. Verstehe. Und das ist immer noch dein Vater. Okay, ich dachte, dass du auch ein schlechtes Gewissen deiner Mutter gegenüber hast, dass du mit ihm... Okay, dann ist das Problem ausgelöst. Mit meiner Mutter kann ich über alles sprechen. Ja. Das ist überhaupt... Also über diese Sachen. Ich würde ihr das nicht erzählen, Domian. Ich weiß, ich könnte mit dir darüber reden, aber ich könnte es ihr nicht erzählen, weil ich wüsste, ich würde sie damit verletzen. Dann tu es auch nicht. Ich finde viel wichtiger, dass du mit ihm redest. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und was soll ich tun bezüglich auf mich? Wenn du wüsstest, was ich für Verlustängste habe. So. Sobald ich einen Jungen kennenlerne, denke ich schon daran, ich muss eine Beziehung mit ihm haben, weil sonst verliere ich den. Verstehst du, das ist furchtbarer Druck für mich, den ich wahrscheinlich dann auch auf den Mann auswirke. Verstehe. Und somit den Mann in eine Enge treibe. Finde ich, dass du unbedingt was machen musst mit einem Therapeuten zusammen. Unbedingt. Und was du machen könntest, würde ich gerne, dass meine Psychologin dich jetzt weiter berät. Mhm. Wollen wir es so machen, Monika? Ja, Domian, danke schön. Ich freue mich, dass du angerufen hast und dass du
so vertrauensvoll gesprochen hast und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich danke. Alles Liebe, tschüss. Und schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, und hier ist der Thomas, und Thomas ist 31, guten Morgen. Hi, grüß dich, guten Morgen. Hallo Thomas, auch zum Thema Demütigung. Ja, also ich muss vorausnehmen, wir sind also ein junges SM-Paar, das heißt, wir leben in einer SM-Beziehung. Deine Freundin und du? Ja, meine Sklavin und meine Lebenspartnerin. Die ist wie alt wie du? Die ist nicht so alt, die ist ein bisschen jünger. Ich bin Mitte 20 und ich bin Anfang 30. Deine Sklavin und deine Lebenspartnerin? Genau, ja. Wie lange seid ihr ein Paar schon? Jetzt 6 Monate, wir kennen uns auch schon länger. Ja. Ja. Ja, und ich meine, Demütigung erfährt sie eh des Öfteren, aber die ultimative Demütigung für sie ist halt, wenn ich denn als Sex mit dir habe, wenn mir danach ist. Egal wo und wann. Ohne dass du sie fragst. Genau. Egal wo es dich gerade überkommt, dann nimmst du sie dir. Ja gut, also es ist abgemacht, dass sie nicht halt in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird, und es gibt kleine Regeln, also wenn sie körperliche Beschwerden hat oder irgendwas, dann gibt sie mir halt, also macht sie das deutlich, ne? Aber ansonsten auch, wenn ihr nicht danach ist, ja, wird es dann trotzdem halt gemacht. Ja, sag mal ein paar Beispiele, wann und in welcher Situation und wo kann das passieren? Das kann ihr mitten in der Nacht passieren, das kann ihr passieren, wenn ich sie von der Arbeit abhole. Das kann ja beim Essen passieren, im Restaurant, ja. Im Restaurant, dass du mit ihr dann auf die Toilette gehst, oder? Ja, oder irgendwo anders hin, wo halt ein stilles Plätzchen ist. Ne? Es kann auch in der Nacht passieren, während sie schläft, Ja. Dass du dann loslegst. Ja. Mhm. Also des Öfteren wird sie auch gefesselt über Nacht, und ja. Ach, sie wird über Nacht auch gefesselt? Ja, aber also, sie wird teilweise fixiert, und wenn das also gemacht wird, bleibe ich dann auch meistens wach, ja. 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 Gut, das ist schon eine heftige Demütigung, die man jemandem zufügen kann, obwohl das ja bei euch vereinbart ist, das Ganze. Was gibt es noch? Was ist noch angesagt? Ja, es gibt halt einen Vertrag, ne, den man abgeschlossen hat am Anfang. Es gibt gewisse Regeln halt für den Alltag, ja. Weiß nicht, sie darf sich nicht setzen ohne Genehmigung, ja. Sie darf sich nicht setzen ohne Genehmigung? Genau, ja. Ach, das heißt, wenn ihr zusammen Armbrot esst, dann muss sie erst fragen, Thomas, oder wie spricht sie dich an? Zu Hause nicht, nur wenn wir außerhalb vom Haushalt sind. Ne? Ach so. Und wie spricht sie dich denn an? Mit Thomas oder mein? Ganz normal an. Also mit der Ansprache, so weit sind wir noch nicht. Ach so. Aber sie fragt, darf ich mich setzen? Nee, sie wartet nur auf mein Nicken eigentlich. Ich setze dann brav hin. Ja. Und sag mal vielleicht noch so ein paar Regeln im Haus, in der Wohnung, wo sie sich dran halten muss. Es gibt eine Uniform, die hat sie zu tragen. Was ist das für eine Uniform? Das ist ein kleines schwarzes Röckchen und ein weißes Oberteil. Sonst nichts? Nee, manchmal auch Schuhe. Ja. Ja, und was haben wir noch für Regeln? Ja, sie muss halt immer fragen, bevor sie aus dem Haus geht, ob das okay ist, so wie sie angezogen ist, ob ich damit zufrieden bin. Ja. Sie muss immer ihre Halskette dabei haben, sie muss immer ihre Leine dabei haben. Also auch so eine Art Hundeleine, Halskette? Ja. Ja. Muss sie auch fragen, wenn sie ihre Eltern anrufen will? Zum Beispiel, oder eine Freundin? Hallo? Thomas? Die Musik kommt und Thomas ist weg. Thomas ist in der Verschwiegenheit verloren gegangen. Aber unsere Sendung ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir mit einer offenen und freien Themennacht wieder hier bei euch im Radio, bei uns live und im WDR Fernsehen. Das heißt, ihr könnt ja anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und nochmal der Hinweis auf Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt unser Thema Töten. Und da möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die schon mal getötet haben, die den geheimen Wunsch vielleicht haben, zu töten oder sich selbst zu töten. Und ich möchte auch gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht schon mal fast getötet wurden, beispielsweise bei einem Verbrechen. Also das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Morgen, wie gesagt, Freitemennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.